Hypothese. Hypothese ist eine Annahme, auch eine Unterstellung. Hypothese kommt vom griechischen Hypotitenai und das bedeutet eine Behauptung aufstellen, annehmen und voraussetzen. Hypothesis, griechisch, bedeutet Annahme, Unterstellung und eben Voraussetzung. Eine Hypothese ist ein Mittel, gerade in der Naturwissenschaft, wie insgesamt in der Wissenschaft, ist also eine Vermutung, wie man ein Phänomen oder ein Problem deuten kann. Und zwar steckt in Hypothese immer darunter, dass es eine vorläufige Erläuterung ist, die noch nicht bewiesen ist. Und in der Wissenschaft versucht man, Hypothesen zu widerlegen. Wenn eine Hypothese nicht widerlegt werden kann, dann hat sie eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Oft ist es gut, das, was man sagt, als Hypothese zu sagen. Anstatt zu sagen, das ist so, kann man öfter sagen, ich habe folgende Hypothese. Wenn du anfängst zu sagen, du hast eine Hypothese, dann können Menschen dir leichter zuhören. Wenn du etwas als Fakt darstellst, dann haben Menschen die Neigung zu überlegen, ob da etwas stimmt oder nicht stimmt. Und wenn sie die Vermutung haben, dass das, was du sagst, nicht stimmt, dann hören sie dir nicht weiter zu. Dagegen, wenn du sagst, ich habe folgende Hypothese oder könnten wir mal folgende Hypothese betrachten, dann werden Menschen dir vielleicht eher folgen. Denn Gedankenspiele zu machen mag jeder oder mögen die meisten Menschen. Bekehrt werden mögen die Menschen weniger. Und so überlege öfters mal, ob du deine Vorschläge oder deine Erklärungsmodelle nicht einfach als Hypothese formulieren kannst. Du kannst es ja auch nennen, ich habe folgende Vermutung oder ich will euch mal folgenden Denkanstoß geben, folgende Möglichkeit, die vielleicht interessant sein könnte.